Hallöchen, Popöchen. Das wollte ich die ganze Zeit schon immer mal sagen. Heute geht es um Menschen und das Thema, was wir hier so mit Klopapier am Wickel haben, ist doch auch sowieso etwas sehr Menschliches. Insofern, was könnte besser passen, als Menschen auf Klopapier abzubilden? Es passiert aber irgendwie relativ selten. Also ich habe schon ein paar hier zusammengetragen, werdet ihr sehen, aber im ganzen Vergleich mit anderen Themen, mit anderen Kapiteln, die ich da schon füllen konnte, ist die Abbildung von Menschen eher so ein bisschen rar. Was witzig ist, denn es geht ja um Körperlichkeit. Also es geht um ja, einen sehr menschlichen Vorgang und ja, aber den will man eben nicht wirklich thematisieren. Das habe ich ja schon mal von einiger Zeit, habe ich schon über das Thema der Verschämtheit so ein bisschen mich ausgelassen. So, also das Thema Verschämtheit wird jetzt also nicht so richtig vorkommen, aber wir gucken mal, was an Menschlichem denn auf Klopapier abgebildet ist. Also ich fange mal an mit Körperteilen. Einem Torso, das hier nur das Popos, die Beine schneiden dann ab. Also das sieht man hier nicht, das Klopapier habe ich abgetrennt, aber das endete dann auch mehr oder weniger da. Also ein Hintern-Torso haben wir hier im Angebot. Dann what's new, what else is new? Wir haben hier ein Handshake, das ist ein japanisches Klopapier. Immer noch Körperteile, Hände, die machen ja auch Sinn, die haben ja eine gewisse, die haben ja was zu tun auf der Toilette. Dann Münder, das ist ein bisschen überraschend vielleicht zuerst, aber dann, naja bitte, also kiss my ass, oder? Macht ja irgendwie auch Sinn. Offenbar sehr Sinn, denn es kommt bei sehr verschiedenen Herstellern von Klopapier vor. Und ich bin sicher, das sind auch nicht die einzigen Klopapiere mit Küssen oder Kussmündern da drauf. Ja, so, und jetzt geht die Freakshow richtig los. Hier haben wir Trump, das ist eins der Paradestücke meiner Klopapiersammlung, der ja, hier Kiss My Ass mäßig wahrscheinlich inszeniert ist. Und es gibt sein Pendant, nämlich Putin, auch auf Klopapier. Und das war eine Stiftung von jemandem, der, mit dem ich jetzt auf Facebook befreundet bin, und eine andere, die auf Facebook mit mir verbunden ist, Halina Pastuk, als ich das mal so kurz dazwischen gepostet habe, dass ich es gerade bekommen habe, sagte, wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Und hat mir einen Wikipedia-Artikel geschickt, einen englischen, auf Deutsch gibt es den nicht, aus dem hervorging, dass das, was ihr hier seht, was da steht, mehr oder weniger bedeutet, Putin is a dickhead. Ich habe sie gefragt, was heißt das denn auf Deutsch? Kannst du das oder können Sie das mal irgendwie auf Deutsch so ein bisschen sagen? Dann meinte sie, also so richtig geht nicht, aber es kommt das Wort Schwanz drin vor. Oder Entschuldigung, Penis ist der korrekte medizinische Ausdruck. Genau, also you get the picture. Ihr habt also eine Idee davon, was die Botschaft ist. Und es ist nicht wahnsinnig verwunderlich, dass Halina Pastuk auch dann noch kommentiert hat, dass man dieses Klopapier nur in Kiew als Geschenk und Souvenir kaufen kann oder in Lwów, aber in Russland wäre es nicht leicht zu haben. Aber da, wo sie lebt, offenbar gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Ausprägungen dieser Motivik. Ja, und ansonsten, naja, Thema Schwanz, Entschuldigung, Vulven und Penisse, also jetzt nochmal medizinisch, ihr findet sie gar nicht auf Klopapier, also ich habe sie wirklich noch nie gesehen, in inzwischen über 25 Jahren, ist einfach auch Ahnnüsse, Ahni oder Ahnen oder wie man das, der Plural ist, findet ihr auch nicht. Also wenn, dann eben in dieser Form. So. Genau, so, und es kann auch jede treffen. Niemand ist davor gefeit, irgendwann den Unmut von jemandem auf sich zu ziehen und in dieser Form abgebildet zu werden. So, wir bleiben beim Thema Kopf. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr weit abstrahiert, diese Smileys. Ich habe es jetzt trotzdem hier mit in die Kategorie reingebracht, weil, ja, ist ja schon irgendwie immer noch so vage irgendwas Menschliches, oder? Auch wenn es sehr abstrahiert ist. Ich hoffe, ihr gestattet mir, das hier beim Menschenthema noch mit reinzunehmen. Das ist aber jetzt ein ganz klarer Fall von Kopf, ein Scherenschnitt, also sehr klassische Darstellung eigentlich, so wie man im 19. Jahrhundert irgendwie gerne so Scherenschnitte angefertigt hat. Was
ein bisschen problematisch ist, oder wenn ihr bedenkt, also wenn ihr jetzt das falsch rum haltet, ne, irgendwie so, sagen wir mal, und dann erkennt ihr nicht sofort, dass das ein Kopf sein soll, und wenn es dann noch in Braun wäre, also dann hätte man doch irgendwie so ein bisschen andere Assoziationen, als ja, dass es sich um einen Scherenschnitt handeln soll. Noch einen Kopf. Da zermartere ich mir auch das Hirn, oder man zermartert sich das Hirn. Weiß nicht, ob das die Assoziation ist, oder eher so Memento Mori. Das kommt auch hier nochmal vor. Das lateinische Spruch heißt: Bedenke, dass du sterblich bist. Da kann man ja auf dem Klo durchaus schon mal eine Weile drüber nachdenken, eigentlich. Das passt ja da eigentlich auch ganz gut. Alles geht den gleichen Weg. Irgendwann muss es sich zersetzen und vergehen und verwehen, genau. Ja, hier haben wir nochmal einen ganzen Körper, eine behütete Lady in, ja, mit so einem, man könnte sagen, vielleicht so einem Miniaturthron. Nicht zu verwechseln mit der Queen of the Moment von Hakle, die allerdings nur als Packung so heißt, also kein Abdruck, kein Aufdruck auf dem Klopapier zu finden ist, bedauerlicherweise. Hatte eigentlich Krönchen erwartet, aber naja. So, ich wollte noch mal kurz sagen, bei der letzten Folge über Marken habe ich ja gesagt, die mit den Tropfen, ne, die immer die Tropfen haben, das ist die gleiche Firma wie die, die immer dieses Zeichen haben, nämlich Renova. Die haben also zwei verschiedene Linien, und ihr seht, das ist alles aus dem gleichen Haus. Das ist alles so ein bisschen arty, ein bisschen freier, künstlerischer, designerischer, wie ihr wollt. So, hier sind wir wieder bei Drogerieware. Das sind einfach nochmal ganze Menschen. Also wir sind jetzt beim Thema Ganzkörper, die da Handball spielen. Und hier haben wir auch nochmal ganze Menschen, auch sportlich betätigt, etwas jüngeren Alters, würde ich mal sagen, eher so Jugendliche. Das sind nochmal hier halbe Menschen. Aber ja, also das ist sozusagen dann, warum jetzt jeweils diese Menschen da drauf sind, das hat dann nochmal so ganz andere Gründe. Also wir hatten ja das Thema irgendwie Fußball ausgiebig, dann macht es natürlich auch Sinn, oder wenn man irgendwie das Thema Sport hat, dass man die Menschen dazu abbildet. Das hat dann aber wirklich mit dem Thema Exkremente und Klo und Toilettenvorgang, Toilettengang überhaupt nichts zu tun. Und das hier bezieht sich auch eher auf das Thema mit dem Wasser, was man da für das gute Wasser, was man in Weltgegenden mitfinanziert, und dann eben diese Matrosenthematik. Ja, groß und klein, also hier großer Matrose, kleiner Matrose, also groß und klein sind beides, kommen vor, Kinder und Erwachsene. Das hier, da steht es nur drauf, Kids, aber man sieht sie nicht. Und hier steht es auch nochmal drauf, ob das die. Das irgendwas miteinander zu tun hat, weiß ich nicht, weil es so ähnlich ist, aber jedenfalls Kids, man denkt an sie, und Family, da denkt man auch an die Familie, also man denkt schon über die Menschen nach, und dass es Menschen sind und dass es sie gibt. Family, und gibt es auch von andere Firmen machen auch, die berufen sich darauf, dass es dann Family heißt. Ja, also genau, und ich glaube auch, dass, wir hatten es ja bei den Marken neulich schon, dass also diese Darstellung da von den Leuten, die da auf den Horizont zugehen, dass das durchaus eine Familie sein könnte, oder? Hier so zwei Erwachsene und zwei kleinere Figürchen, das würden die Kinder sein. Also genau, menschlich, menschlich, aber Verhalten bei Klopapieren, die in Drogerien zu kaufen sind. Das hier allerdings, da kann ich euch leider gar nicht mehr sagen, ich habe das in Japan gekauft, ist 1000 Jahre her. Hier sind irgendwie Menschen drauf, und ich habe da auch noch meine Hand irgendwie so. Das ist eigentlich so die, soll vielleicht Glück bringen, oder sagt man im Englischen, ist es diese Geste, statt irgendwie Daumen drücken, das macht man da nicht, sondern man crossed fingers. Und hier diese Tänzerin, und hier ist irgendwie ein erschrecklicher Vorgang. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich kein Japanisch kann, aber es kommen Menschen vor, und sie sind im Leben, und das hat auch gar nichts mit der Toilette zu tun. Hier aber irgendwie so ein bisschen doch, also dieses menschliche Wesen sitzt da auf einer Schaukel und gibt Winde von sich, die also so stark sind, dass Vögel vom Himmel fallen. Und hier gibt es nochmal einen Menschen in einer jetzt wirklich konkreten Situation auf der Toilette, die allerdings, sagen wir mal, etwas unglaubwürdig ist, dass das so vorkommen könnte. Und zu guter Letzt, also habe ich doch auch neulich, dass eine Stiftung
habe ich dieses wunderbare Klopapier bekommen, wo sehr auf eine ganz normale Art alle möglichen Menschen auf der Toilette sitzen. Also wie das eben so ist. So, jetzt, das waren eigentlich die ganzen Menschen, die ich hier auf dem, im Spektrum habe. Ich will jetzt noch mal einen kleinen Abstecher mit euch machen, da wir jetzt schon Menschen haben, die auf dem Klo sitzen, auf dem Thron. Ihr erinnert euch, bei den Bären gab es dieses Motiv. Der Bär auf dem Klo. Das bringt mich so ein bisschen, das hat das irgendwie, hat mich so angestiftet, so ein bisschen zu gucken. Ach, schau mal, Mensch, guck mal. Tiere werden vermenschlicht und zwar ganz schön oft bei Klopapier. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele hier mal rausgegriffen. Es gibt noch viel mehr, zeige es euch schnell. Also Tiere auf dem Klo, Tiere Zeitung lesend auf dem Klo. Das hier ist so ein bisschen wie dieser Typ, der da von der Spülung irgendwie weggetragen wird. Also auch so ein bisschen Situation, die man eigentlich auch nicht so richtig möchte, erleben möchte. Okay, Tiere tragen Kleidung so wie Menschen, Tiere feiern Party und machen Kopeister wie Menschen und sie fahren sogar Ski wie Menschen, ist das zu fassen. Ja, das finde ich ja doch eine erstaunliche Angelegenheit hier bei der ganzen Angelegenheit von Menschen auf Klopapier. Angelegenheit, Angelegenheit, Angelegenheit. So, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, was für Menschen werden denn gezeigt? Und habe festgestellt, okay, Matrosen kommen vor, groß und klein, Sportlerinnen und Sportler, aber eher Sportler, Damen, Tote, warte, hier waren noch genau Gogo-Tänzerinnen, alte Mädchen, ja, und was war hier noch? Politiker und Politikerinnen, genau. Das, ja, wow, also ganz schöne, ganz schönes Spektrum. Ja, zu guter Letzt, ihr wisst ja, geteilte Freude ist doppelte Freude, nämlich für mich und für eure Follower und Freunde und Abonnenten in all euren sozialen Kanälen, wo ihr unterwegs seid. Ja, ihr Lieben, macht's gut, ihr Menschen da draußen, außerhalb dieses Internets. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.